Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In Teil 6 unserer NFC-Reihe zum Thema NFC-Karten hacken und kopieren werden wir uns mit einem ganz wilden Thema befassen, weil die Sicherheit ist manchmal nicht so hoch, wie sie scheint. NFC-Karten können nicht nur im Flipper Zero kopiert werden oder mit dem Proxmark 3 ausgelesen werden, so wie wir es bereits in den vorhergehenden Videos dieser Serie gesehen haben. Wer sie noch nicht gesehen hat, hier ist die Infokarte zum Video davor. Natürlich macht es Sinn, das in der Reihenfolge anzuschauen, damit ihr vom Wissensstand her nacheinander das thematisch sinnvoll aufbaut. Manchmal ist es leider gar nicht notwendig, eine komplette Karte zu kopieren. Es reicht vielfach allein die UID, also die eindeutige Kartennummer, aus, um ein Türzutrittssystem zu öffnen. Wie einfach das geht, möchte ich euch anhand von dem Short nochmal praktisch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Freut euch darauf. Nach dem Intro geht's sofort los mit der Erklärung, wie es funktioniert. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Jonesy, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, damit wir alle nochmal am Ball sind, schauen wir uns jetzt einfach nochmal gemeinsam den Short an, wie ich es da gezeigt habe auf dieser Tagung. Und ich zeige euch das Ganze Schritt für Schritt, wie es funktioniert, wie es auch dort erklärt habe. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal den Short an. Dieser IT-Security-Experte ist echt verrückt. Er hat mit einem Kollegen gewettet, dass er ein Türzutrittssystem nur mit einer Taschenrechner-App hacken kann und ohne dass er den dazugehörigen Zugangschip mit einem Flipper Zero kopiert. Doch bevor ich dir verrate, wie er das gemacht hat, musst du dieses Video liken und meinen Kanal abonnieren. Also, zunächst stellte er mit der aufgedruckten Zahl auf dem Chip eine unglaubliche Berechnung mit seiner Taschenrechner-App an und als er dann das Ergebnis in einen NFC-Emulator übertragen hatte, ging mit dem berechneten Code darauf tatsächlich die Tür auf. Was denkt ihr darüber? Lasst gerne einen Kommentar da. Ja, was habe ich denn hier gemacht? Wenn ihr euch schon mal NFC-Token oder so MyFair Classic-Token angeschaut habt, dann ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass manchmal, das ist manchmal auf den Karten, da gibt es manchmal hier unten so eine kleine aufgedruckte Nummer. Diese Karte hat jetzt hier keine Nummer drauf, aber auch auf den Schlüsselanhängern, ich habe jetzt gerade keinen zur Hand, so, aber ich blende euch jetzt mal schnell ein Bild ein, wie ihr euch das vorstellen könnt, ist manchmal so eine kleine Nummer eingraviert oder eingelasert vielmehr. Diese Nummer ist oft nicht bekannt, dass diese Nummer hin zu der UID führt, die nämlich dann oft in den Systemen dann hinterlegt ist, die einfach als einzigstes Identifikationsmerkmal ausreicht, dann ein Türzutrittssystem zu öffnen. An der Stelle, ich lasse es mal hier oben eingeblendet, haben wir in unserem Beispiel eine Karte mit der aufgedruckten Nummer 3300343049. Ja, was können wir jetzt damit machen? Ich kann jetzt hergehen und gebe diese Nummer 3300343049 im Taschenrechner ein. Ich muss jetzt an der Stelle hergehen und Wechsel bei dem Taschenrechner auf den Programmierer-Taschenrechner. Und was er jetzt gemacht hat, er hat jetzt aus der dezimalen Zahl, ich zeige es nochmal, also ich hätte eigentlich auch gleich sinnvollerweise mit dem Programmierer-Taschenrechner starten können, in der Dezimaldarstellung eben die 330 0343 049, und wenn ich das Ganze hexadezimal umwandle, habe ich den Code C4B7 3D09. Wenn es jetzt ganz einfach ist, ist
dieser hexadezimale Wert, der dem Dezimalwert entspricht, bereits die UID, die in den Kartendaten hinterlegt ist. Das ist nicht immer so, es ist oft der Fall, aber es ist auch oft nicht der Fall. Also die Chance, dass sich dieser Code bereits um den Code handelt, der die Tür öffnet, ist bei 50-50. Denn es gibt auch Karten, da wird der Zahlenwert andersherum aufgebracht. Und zwar wie andersherum? Und zwar als Little Endian. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Hexwert noch eine Änderung vornehmen. Und zwar müssen wir die Bytepaare umkehren. Das heißt, wir denken uns einfach, dass die letzten zwei Stellen 09 zuerst stehen, danach gefolgt von 3D, danach B7 und dann C4, sodass sich dann als Little Endian kodiert der neue Hexwert ergibt 09 3D B7 C4. In den anderen 50% handelt es sich jetzt dann um den gültigen Code. Was kann ich jetzt mit dem Code machen und wie wirkt sich das Ganze unter Sicherheitsgesichtspunkten aus? Also erstes Mal sollte jeder, der für Türzutrittssysteme oder für die Verwaltung von Zugangsdaten verantwortlich ist, sensibilisiert werden, dass im eigenen System die aufgedruckte Nummer oder die Kartennummer auf der Karte tatsächlich ein Sicherheitsmerkmal sein kann, was das ganze Türsystem kompromittieren kann. Weil es reicht theoretisch, wenn ich die Karte auf dem Schreibtisch liegen sehe, schreibe mir die Nummer auf oder merke sie mir im besten Fall und kann mir daraus einen Kartenklon erzeugen. Das ist doch echt gruselig für die Sicherheit der Türzutrittssysteme, wenn allein über die aufgedruckte Nummer die ganze Kartensicherheit schon hinüber ist. Deswegen sollte man da auch aufpassen, auch im Gebäudemanagement, dass hier auch irgendwelche Abstimmlisten, welcher Mitarbeiter vielleicht welche Karte zu eigen nennt, nicht leichtfertig irgendwo unberechtigten Dritten bekannt gegeben wird, weil wenn es so einfach läuft, dann kann es dazu führen, dass plötzlich unliebsame Gäste sich im Gebäude befinden und man weiß gar nicht, wie sie es reingeschafft haben. Ja, wir schauen uns jetzt mal noch das Ganze an beim Flipper Zero, wie wir dann so eine Karte manuell anlegen würden. Dazu gehen wir in die NFC-App und können jetzt dann über Add Manually sagen, wir haben eine MyFair Classic 1K mit einer 4-Byte UID, also wir haben 4 Byte in der Nummer. Er legt jetzt hier einfach mal eine Dummy-Karte an. Wir gehen mit Rechtsklick mit More weiter, müssen dann hier Change UID und geben jetzt an der Stelle die berechnete UID aus der aufgedruckten Seriennummer an. Dazu müssen wir jetzt noch die UID ändern. Wenn wir die Little Endian Variante nehmen, 09. Es geht weiter mit 3D, danach B7 und zum Abschluss C4. Ja, das Ganze noch speichern und schon haben wir die UID geändert. Wir schauen nochmal unter Info, haben wir jetzt eine MyFair Classic 1K Karte, die genau die UID in Little Endian kodierter Hexwertreihenfolge trägt. Ich kann dann nochmal schauen, da sehen wir auch die Standardschlüssel. Das sind die von mir schon mal angesprochenen F-Fabrik-Standardschlüssel. Also es ist hier wirklich eine ganz unauffällige Karte, die nur die UID, die wir berechnet haben, trägt. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und würde das Ganze emulieren, dann könnte ich jetzt ausprobieren, ob das Ganze dazu führt, dass ich anhand der aufgedruckten Seriennummer die Tür öffnen kann. In meinem Short hat es dann tatsächlich funktioniert. Ich konnte die Tür öffnen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis,
Es gilt natürlich auch für die anderen Videos, wo ich es vielleicht nicht gesagt habe oder gerade nur in der Videobeschreibung habe. Es soll hier keiner animiert werden zu kriminellen Handlungen, sondern diese Videos, die sich hier um die NFC-Sicherheit thematisch drehen, sind nur dafür da, euch das Ganze praktisch aufzuzeigen, euch zu schulen, euch zu sensibilisieren und euch für die Gefahren solcher unsicheren Technologien wie MyFair Classic mittlerweile darstellt, zu sensibilisieren und nicht um irgendwelche unerlaubten Handlungen durchzuführen. Im nächsten Video werden wir uns nochmal abschließend um den Proxmark 3 kümmern, und zwar möchte ich euch zeigen, wie wir auch den Proxmark 3 ohne PC, mobil, unter Hilfenahme eines Android-Telefons nutzen können, um als leistungsstarke Alternative zum Flipper hier an den Start zu gehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschaltet, würde mich auch hier über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen, würde mich auch freuen, wenn Sie den Kanal abonniert, die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos, um das Thema hier aus der Serie NFC-Hacking, aber auch andere Themen rund um die IT-Security. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Raik, macht's gut!